Unsere nächste Ballonfigur ist der Pinguin. Wir beginnen mit einem 260er weißen Modellballon, füllen ihn mit Luft. Am Ende lassen wir etwa eine Handbreit frei, verknoten ihn, beginnen mit zwei Loops, so 3 bis 4 Finger groß, 3 Finger. Ja. Ziehen den Knoten durch, um das Ganze zu sichern, einen gleich großen zweiten Loop. Einen grauen oder schwarzen Modellierballon füllen wir jetzt mit Luft. Am Ende lassen wir etwa eine Handbreite frei, verknoten den Ballon. Wickeln den Knoten um unsere beiden Loops. Füllen einen 260er blauen, hellblauen Modellierballon mit Luft. Verknoten ihn. Drehen einen 2 bis 3 Finger großen Bubble ab. 2 Finger. Noch einen gleich großen Bubble, verdrehen die beiden, zum ersten sichern ziehen wir einmal den Knoten durch, den Rest brauchen wir nicht mehr. Verknoten die beiden Enden miteinander. Das sind die Augen unseres Pinguins. Auch dort nehmen wir das Reststück und wickeln das um unseren Loop ein paar Mal herum. So, wir schlagen jetzt gleich den grauen Ballon einmal rum und verdrehen das Ganze. Das ist der Kopf unseres Pinguins. Das Auge drücken wir noch in die Mitte, richten es aus. So, es sieht jetzt alles so ein bisschen komisch aus. Lässt sich jetzt auch noch nicht ausrichten. So, ein 1,5 breites Stück von dem Weißen greifen wir ab und drehen es ab. Gefolgt von einem 2-Finger-Bubble, den wir mit sich selber verdrehen. Pinch-Twist. Den grauen verdrehen wir genau mit diesem Pinch. Ein Loop, etwa eine Handbreit. Wickeln den grauen noch einmal um den Pinch-Twist und gehen wieder hoch zum Kopf und verdrehen diesen dann wiederum mit dem Hals unseres Pinguins. Den Rest des grauen Ballons benötigen wir nicht mehr, also kann er ab. Den Rest verdrehen wir mit dem Kopf und dem Loops. Den brauchen wir nicht verknoten und es bleibt alles fest und sicher. Ausrichten können wir zwar zum Schluss, aber ich mache es jetzt mal schon mal, damit ihr seht, wie das so alles aussehen sollte. Weiß brauchen wir auch nicht mehr. Den Rest verknoten wir. Wir wickeln uns auch nochmal einmal in den Loop. So, nun füllen wir einen 260er orangen Modellierballon für die Füße.
und drehen zwei gleich große Loops ab. Einmal den Knoten durchziehen, nochmal Maß nehmen. So, zwei gleich große Loops, den Rest brauchen wir nicht mehr. Der Rest kann weg. Wir verknoten unsere beiden Loops nochmal. So, nun verdreht ihr sie mit dem anderen Bürzel oder mit dem Pinchbiss, was ihr einfach besser greifen könnt. Irgendwo dran werden die dran gedreht. So, ausgerichtet. Jetzt kommt alles unter diesem Pinchbiss. Der Pinchbiss sitzt praktisch davon in der Mitte und stabilisiert die Füße und den Bürzel hinten, also sprich den Schwanz des Pinguins. Der Schwanz des Pinguins ist super wichtig, damit das Ganze nachher steht. Also die Figur kann man hinstellen. Das, was noch fehlt, ist der Schnabel und dafür füllen wir einen orangen 160er Modellierballon mit Luft. Von diesem Ballon benötigen wir praktisch nur vorne die Spitze. Drehen ein Stück ab. Das hat jetzt etwa drei Finger Länge, drei Finger breit. Richten das Ganze aus. Das Gesicht brauchen wir nicht mehr bemalen. Das ist unser Pinguin. Fertig ist er. Ich hoffe, er gefällt euch. Wenn er ein bisschen schief steht, hinten nochmal an dem Bürzel und an den Füßen ein bisschen ausrichten. Ansonsten sieht doch gut aus, oder?